Emotion. Wie fühlt sich die Meisterschaft an? Schwer. Richtig schwer. Aber es ist sensationell. Säbener Straße, FC Bayern München Vlog und das wird das Meisterfeierwochenende. Wir starten hier in der Säbener Straße, machen uns aber gleich auf den Weg zum Münchner Flughafen. Die Mannschaft ist gerade in der Luft, kommt zurück von Wolfsburg und dann geht's zum Nockerberg zur internen Meisterfeier. Und morgen geht's weiter. Morgen ist die Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz endlich wieder zusammen mit den Fans. Wir haben eine große Live-Übertragung. Ich nehme euch mit hinter die Kulissen. Wir sehen natürlich die Mannschaft, sind oben auf dem Rathausbalkon. Und ganz am Schluss gibt's noch mal ein kleines Schmankerl. Dann fahren wir zusammen mit Jamal Musiala ins FC Bayern Museum. Sein Job wird nämlich sein, die Meisterschale dorthin zu bringen. Wir begleiten ihn und dann könnt ihr in den nächsten Wochen mal im Museum vorbeischauen, könnt euch die Schale anschauen und wisst dann auch, wie sie dorthin gekommen ist. Also, einiges vor, volles Programm. Ich habe richtig Bock. Packen wir's. Flughafen München, Busse sind schon da. Jetzt warten wir aufs Team. Jetzt sind wir am Nockerberg angekommen, jetzt geht die Meisterfeier los. Sag's euch, schöner könnte es nicht sein. Es ist alles aufgebaut, die Mitarbeiter warten schon, die Bühne ist auch ready. Das war's. Meisterfeier Part 1. Wir lassen die Jungs jetzt noch ein bisschen feiern. Morgen geht's weiter auf dem Marienplatz. Wir sehen uns. Der erste Teil ist vorbei. Die Meisterwiesen auf dem Nockerberg. Ich habe mir sagen lassen, dass die Jungs gestern noch ganz schön Gas gegeben haben. Aber ich bin mir sicher, sie sind heute auch noch mal fit. Weil heute steht das Highlight an. Die Meisterfeier auf dem Rathausbalkon mit den Fans. Sieg für die Geschichte. Stern des Südens in hellem Lichte. FC Bayern, unsere Liebe. Wir sind deutsche Meister. Marienplatz München. Wir sagen, das schaut schon mal sehr gut aus. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es losgeht. Ein paar Fans sind schon hier vor Ort. Und wir schauen jetzt mal zum Übertragungswagen. Also der Ort, wo die Live-Sendung später gesteuert wird. Schaltzentrale für den Livestream. Draußen noch Regiebesprechung mit dem ganzen Team. Und dann packen wir es bald hoch auf den Balkon. Wir sind deutsche Meister. Regiebesprechung ist vorbei am Übertragungswagen. Für mich geht es jetzt in die Maske. Mein Job ist nämlich heute die Moderation auf dem Rathausbalkon. Zusammen mit unserer Legende, mit Claudio Pissarro. Dafür werde ich jetzt noch ein bisschen schick gemacht. Jetzt geht's auf den Rathausbalkon. Toncheck. Und dann schauen wir mal, was schon los ist am Marienplatz. Servus. Okay,
Ja, Leute, die Stimmung wird immer besser. Gleich geht's los mit unserer Live-Übertragung. Da seid ihr behind the scenes dabei. Claudio Pizarro kommt zu mir auf die Moderationsposition. Ich hab richtig, richtig Lust auf diese Meisterfeier. Ready. Alright, Meisterfeier auf dem Rathausbalkon beendet. Jetzt geht's mit Jamal Musiala zusammen ins FC Bayern Museum. Die Schale muss noch eingebracht werden. Auf geht's. Jamal, grüß dich. Jamal, wie war's auf Marienplatz? Hat Spaß gemacht. War richtig heiß, aber war echt cool, die Fernsehen alle zu sehen. Hat Spaß gemacht. Wie fühlt sich die Meisterschale an? Schwer. Richtig schwer. Aber es ist sensationell. Sieht richtig cool aus. Aber schon schwer. Lang kann ich das nicht hin. Das Beste für Leon. So, den Spot müssen wir noch kurz nutzen. Fotopause mit Jamal vom Siegestor und der Meisterschale. Besser geht's nicht. Leute, Jamal ist auf dem Nachhauseweg. Nochmal Zeit, ein Fazit zu ziehen nach diesem Meisterwochenende. Erst die Feier am Nockerberg mit den Fans zusammen. Das war schon wirklich der Wahnsinn. Aber dann jetzt heute Feier auf dem Marienplatz. Der Ort, wo der FC Bayern München mit der Meisterschale hingehört. Wir mussten jetzt lang drauf verzichten. Umso schöner war es heute. Es war einfach Wahnsinn. Es war einfach Wahnsinn, am Marienplatz mit den Fans zusammen diese 10. Meisterschaft zu feiern. Ihr wart wieder mit dabei hinter den Kulissen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Einblicke zeigen. Das war's mit den FC Bayern Vlogs für diese Saison. Nächste Saison geht's weiter. Das verspreche ich euch. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Wir versuchen das umzusetzen. Wir versuchen euch mitzunehmen. Wir versuchen euch den FC Bayern München nach Hause zu bringen hier in diesen Videos. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mitmacht, wenn es euch gefällt. Wir sehen uns in der nächsten Saison und dann wird's noch besser. Mir san mir.